So, machen wir aber jetzt noch mal ein bisschen weiter. Gucken wir mal hier im Busch. Naja, schon wieder ein Menki und ein Radfratz. Nicht so die geile Ausbeute. Also, ein Habitak, aber das haben wir alles schon. Da wird gegen Radfratz gelaufen, wahrscheinlich, ja. Ah, der ist 12 eigentlich. Können wir hier mitnehmen? Weil der ist besser wie unser Radfratz. Und das ist ja dann immer, ne? Bietet sich ja an. Dann wollen wir die hier hochleveln. Also, dann können wir die nämlich hier direkt. Jawohl. Direkt. Ja. Ja, also selbst unser Low-Pokémon sind da gerade mal 12. Also selbst unser Habitak ist da gerade mal 12. Ich weiß nicht, ob 12 hier ein gutes Level ist. Mal gucken. Ja, aber Menki, ein Radfratz. Mal so auf unser Team gucken. Nächstes ist auf jeden Fall noch ein bisschen Lütt. Aber der wird uns hier bei der Arena eh nicht so viel helfen können, weil der eh Stein ist. Dann können wir den eigentlich wieder rausnehmen. Ein anderer Pokémon, hat uns vielleicht durchaus behilflich ist. Natürlich Mew können wir mitnehmen. Der hilft uns natürlich. Dieser Samen, klar. Ansonsten, die sind ja hier relativ stark vertreten. Können wir unser Radfratz einfach mal mitnehmen. Ist zwar jetzt nicht so geil, aber können wir einfach mal mitnehmen. Ja, tut nicht weh. Da können wir noch die anderen Radfratze hier so Professor mal wieder mal ein bisschen Ordnung schaffen. So. Wir haben nur eins, was wir schicken können. Das Radfahrt. Dann machen wir das. Und flott Bonbon. So. Können wir aber erstmal hier noch ein bisschen gucken. Hier gibt es einen Fahrradladen. Einen Drahtesel kaufen. Gucken wir mal, ne? Nicht zum Verkauf. Können wir die nicht kaufen. Schade eigentlich. Ein Drahtesel wäre natürlich nicht schlecht. Guck mal, die hat hier so ein Mirabla, das haben wir auch. Wir werfen mal 500 rein, vielleicht bringt das ja was. Gatschu ist jetzt noch glücklicher wie vorher. Ja, ein Elektroball. Elektroball Faulenzen. Sehr gut. Hier brauchen wir auf jeden Fall Zerschneider. Aber noch nicht. So, hier ist die Arena. Sagt der hier noch uns? So, ja gut, das hat er ja schon mal erzählt. Was sagt der uns hier? Dann noch Häuser, können wir mal reingucken. Vielleicht erzählen uns auch noch irgendwas. Ah, guck mal, hier liegt noch ein Ei. Oh, noch ein Sonderbonbon. Ja, ne?
Können wir natürlich mitnehmen. Können wir hier auch rein? Nope. Was sich schon mal wieder lohnt, dass wir hier in das Häuschen gegangen sind. Gehen wir mal in das Häuschen nebenan. Gucken, was da uns erzählt wird. Ey, ey, das steht mir auch nicht. So. Okay, das Tresor. Wird der schon wieder von mir? Glaube ich, Minky greift auch ein bisschen schneller an. Minky ist aber fix, du. Ja, Paras ist 12. Wachstum. Was hat er denn so auf Pedro? Ach, Bruder, können wir hier rausnehmen. Schlafbruder jetzt nicht so geil. Kämpfen wir mal weiter, wir gucken mal. Hat auch Mirabler. Also das ist aber nicht so effektiv. Aber der schreckt immer zurück. Mein Menki kommt. Giftbruder, alte Potsau. Oh, alte Potsau. So eine alte, widerliche Sau. Okay. Tut weh. Enki, halte durch. Du musst nächste Runde sterben, aber nimm ihn noch mit. Nimm ihn mit in den Tod. Jawohl. Ja, jetzt wird er leider durchs Gift verletzt. Und er wird wahrscheinlich sterben. Aber er nimmt noch Level 13 mit. Karateschlag. Ja, den nehmen wir noch mit, den Karateschlag. Ne? Dann können wir den Energiefokus mal wegnehmen. Würde ich sagen. Ja, den würde ich gerne noch mal sehen, aber das warten mit Menki. Tut mir leid, Bruder. Ja, da wechseln wir das Pokémon. Da darf Claudi noch mal ihre Show präsentieren. Oh, da gerade noch so überlebt. Und da kommt Evoli. Keule. Ja, da ist das Gesäu ganz entsetzt.
So. Können wir erstmal unser Pokémon wieder heilen? Weil da sind auf jeden Fall noch Trainer, die werden wir wahrscheinlich auch noch gegen uns kämpfen wollen. Aber wir wollen auf jeden Fall noch in das Häuschen. Wenn ihr das sagt, da sind irgendwelche Pokémon-Typen. Gucken wir uns doch noch mal an, oder? So. Ja, Pokémon sind wieder top fit. Ja, wunderbar. Wunderbar. So, dann latschen wir mal da über die Brücke. Aber da waren auf jeden Fall noch Gegner. Oder Pokémon-Trainer, besser gesagt. Aber wir haben unser Mankey bei. Oh, 10 Jahre. Ne? Das sind aber einige, oder? Okay. Gibt einen super Preis, wenn wir das schaffen. Naja, dann gucken wir doch mal uns das an, ne? Der Leonardo. Ein Blutzug. Ach, hey. Der will mal so einen Jenickschlag, Alter. Bud Spencer Jenickschlag. Ja. Okay, das war jetzt aber nicht so effektiv, ne? Jetzt ein bisschen mehr erwartet. War jetzt aber auch nicht so effektiv. Ich will mal die Kopfnuss. Die schmeckt doch schon her, Alter. Und noch eine Kopfnuss. Mankey ist flink, Alter. Er ist halt echt flink, ne? Also. Ja. Das ist nur ein Kollege hier. Ja, das war's, oder wie? Wow. Wäre ein bisschen enttäuscht, ne? Ich dachte, er hat mal 2-3 Pokémon. Ah. Ich bin Nummer 2. Jetzt wird's ernst. Ja, was hat sie hier auf Pedo? Das ist die Laura. Ein Enton. Genau, optimistisch, dass Mankey seinen Karateschlag jetzt hier mal ein bisschen mehr. Na? Komm, jetzt gib ihm aber mal. Ja, der schmeckt. Der schmeckt. Völlig gut. Ich hoffe, da reicht jetzt eine Kopfnuss. Oh, die hat gereicht. Ja, da hast du Kopfschmerzen, ne? Von der Kopfnuss. Ja, Laura. Das war nix. Ja, dann machst du, ne, Schmollmund. Ja, machst du Duckface. So, wer ist er hier? Okay. Das ist Nummer 3. Und warte. Den Sander. Okay. Ich glaube, da ist Mankey nicht ganz so effektiv, aber ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung, dass eine Kopfnuss. Ja, weit. Oh, er ist zurückgeschreckt. Das ist natürlich super. Na, will er nochmal? Diesmal ist er nicht zurückgeschreckt. Aber Kopfnuss könnte reichen mit ein bisschen Glück. Ja, die reicht auch. Die reicht auch. Ja, unser Sandarm ist auch Level 12. Sternschauer. Ja, Sternschauer nehmen wir definitiv mit. Dass wir hier Sandwirbel rausnehmen. Sandwirbel brauchen wir eh nicht. Ah, zack, ja, das Sternschauer. So, aber dann müssen wir Mankey auf jeden Fall. Wir könnten jetzt natürlich zurückrennen. Würde mir jetzt aber zu lange dauern. Dann gehen wir den jetzt einfach mal nennen. Was aus dem Medizinschränkchen. Gibt es hier mal einen schönen Drink. So. Mankey hat wieder volle Leben. Und dann geht's ab. Das nächste Fräulein. Ich bin langsam müde. Nee. Ich langweile mich eher. So. Höre Elena. Ah ja. Ein Mauzi. Mauzi. Wie sieht denn deine Karate-Kenntnis aus? Was? Nee. Okay. Aber. Mankey, was ist denn los mit dir? Boah. Das tat weh.
Das war eine Bud Spencer-Schelle vom allerfeinsten Herrn. Ja. Da muss Elena leider nach Hause gehen, ne? Das war ja nichts. Aber es gibt immer Pokebälle. Das ist immer eigentlich ganz schmackhaft. So. Ich bin Nummer 5. Ich mach dich platt. Okay. Call ist raus. Der Matteo. Na Mensch. Ein Vulcano. Ich würde sagen, da wird unser Karateschlag nicht ganz so geil sein, aber wir probieren es trotzdem einfach mal. Ja, okay. Okay. Wie schaut es denn aus mit der Kopf? Ja, die war auch gut. Ja, da gibt es 77 EP auf seinen Nacken. 220 on top und zwei Superbälle. Ja, was kriege ich denn jetzt? Ah, ich habe jetzt alle fertig gemacht. Her damit, Junge, mit meinem Ding. Danke. Really? Ich habe euch doch da unten schon eine auf 12 gegeben. So, langsam reicht's mir mit euch. Ein Zubat. Du bist noch ein guter Dinge, oder? Richtig guter Dinge. Ich würde sagen, so ein schöner Karateschlag, das schmeckt da, oder? Ich nicht. Gut. Mir die Energie abgesaugt. Jetzt hat eine Kopfnuss, Alter. Nur noch Kopfnuss. Inki macht euch alle fertig. Boing. Oh, ein Smogon. Ob Smogon schmeckt bestimmt mein Karateschlag. Auch nicht so wirklich. Ah, ich wollte gar keinen Karateschlag machen. Mimbeer. So, dann gucken wir mal hier in unserem Beutelchen. Das war hier nochmal eine Medizinbüchchen. Ich glaube, da war nämlich noch ein Trainer. Der wollte nämlich, glaube ich, noch einen auf 12. Mit dem Gras. Ja, das sieht mir doch so aus, als wenn der hier noch Zwiefel. Na, der wird doch noch ein bisschen Zwief. Was hat er sich denn hier gegrabt? Der Kuno. Was hat er denn am Stück? Ein Habitat. Ach, hey. Der Radeschlag müsste doch bei so einem Vogel ziemlich wehtun. Ja. Noch ein Karateschlag on top.
Der Minky 13. 14. Boah. Bin flott. Und zwei Superbälle wieder. Ja, die Superbälle, die sind ja relativ teuer. Da lohnt sie dort. Aber hier war jetzt... Oh, guck mal, das ist ein Blutzug. Ist zwar jetzt nicht das geilste Pokémon, aber nehmen wir erstmal mit, oder? Lassen wir uns aber sowas von. Sag mal, bleibst du mal bitte stehen, wenn ich einen Pokéball auf dich werfe? Sag mal, hat der gar kein Schamgefühl? Nun aber, nimm dein Ei. In Ruhe ein bisschen, habt ihr das gesehen? Digga, du willst doch hier gar nicht in der Walachei rumpümpeln. Rinder ins Ei, habe ich gesagt. Zack, zack, sie mit Zügi, wir essen Zeit, den. Ne? Sag mal, du machst mich langsam echt ein bisschen wütend. Rein ins Ei jetzt hier, aber zack, zack. Merkt ihr, ne? Der spinnt ein bisschen rum hier. Sag mal, Kollege Butterschuh. Es reicht. Rein ins Ei jetzt hier, aber sowas von. Zack, zack. Na, ja, geht doch. Na, ja, geht doch. Ja, aber schon mal ein Blutzug. Ist jetzt selber nicht so oft benutzen, aber erstmal haben. Würde ich sagen. Das hatten wir nämlich noch nicht. Können wir mitnehmen. Der Blutzug wurde ein Pokémon-Eintrag. Seine großen Augen fungieren als Radar. Im Licht kann man erkennen, dass sie aus unzähligen, sehr kleinen Augen bestehen. Dazu gelernt, würde ich sagen, ne? So, haben wir hier noch ein Pokémon. Noch ein Blutzug. Können wir eigentlich für Professor Eich mitnehmen? Können wir eigentlich für Professor Eich mitnehmen? Ja? Das würde ja passen. Guck mal, er ist auch nur 7. Er müsste doch gleich ins Ei hier und Abfahrt. Ja? Da. War doch jetzt, ne? Aber Habitak auf 13. Ja, das schmeckt. Oh. Blutzug wurde in der Box gelagert. Okay, da oben stand aber noch jemand mit einem Glura, mit einem Glumanda. Taub sie ja ab. So, guck mal, hier steht noch einer mit einem Glumanda. Ja, das Glumanda doch mit. Für geschenkt, wisst ihr doch, wie das läuft. Geschenkt nehmen wir da alle mit. Oh, mal gucken. Also das nehmen wir auf jeden Fall mit, weil das können wir dann nämlich direkt leveln. Ich weiß nicht mehr, welche Pokémon ich mitnehmen soll und wird nicht. Das war also Habitak und so. Ich meine, ganz nett. Brauchen tun wir das jetzt nicht unbedingt, ne? Meine Menki klatscht eh alles weg mit seiner Ghetto-Faust. Also daher. Wird. Ups, wird schon gemacht. Na, du musst aber sowas von schmecken. Raus hier, Radfratz. Dings, ey, raus. Ich mit dir. Was? Bin hier. So, dann haben wir hier noch einen Sima Blutzeug. Da können wir uns auf Professor Eich schicken. Genau, dann lassen wir uns so. Genau, lassen wir uns schmecken. Oh, sowas von. So, haben wir auch Glumanda als erstes kämpfen. Gut, wird jetzt wie gesagt für die Arena ist Glumanda jetzt ungeeignet. Glumanda halt ungeeignet, weil es Wasser-Pokémon sind, aber wir haben ihn auf jeden Fall und ich meine für Lau sowieso. Hätte ihn jetzt auch einer, hätte ihn auch abziehen können, ich meine. Ich bin ja der Kumpel wie Sau, ne? So, die wollen wahrscheinlich auch noch alle richtig schön was auf die Fresse. Die sehen so richtig aus, als wenn die so ein Enton, Alter. Komm her! Ich nehme mal mit. Er ist nur winzig. Nur winzig. Ja, aber guck mal, Level hier. Eine Elva. Ah, komm, Elva nimm mal mit. Komm mal, du Holzkopf. Was dann normalerweise deine Hände am Kopf, wenn du immer Kopfschmerzen hast. Also rein hier. Och, husch. Kannst du schlafen. Ja, mach doch mal kein Auge jetzt hier. Ist zwar winzig, aber ist ja egal. Rein ins Ei jetzt hier. Mit ihm.
Aber der hat einfach keinen Bock. Egal, du willst dich doch ausruhen, du hast Kopfschmerzen, hast wieder einen Kater, wieder zu viel gesoffen. Rein ins Ei jetzt. Du bleibst da drinnen. Aber das reicht denn mir. So was von. Rein jetzt hier mit den Superbällen. Los. So, du bleibst jetzt da drinnen, habe ich gesagt. Naja, meine ich doch wohl. Sohn hier. Oh, Paras geht mal auch wieder steil auf 13 zu. Hast du schon mal 13? Ja, das schmeckt doch. Schmeckt doch. Es wird wohl chronisch Kopfschmerzen gebracht. Ob seine psychische Kräfte aus eigenem Willen einsetzt, ist unklar. Ja, ne, war aber trotzdem erstmal mit, ne? Wie gesagt, leveln können wir sie ja immer noch. Aber ich würde gerne noch ein zweites Enton haben, nicht ein winziges. Kapsel X Spezialverteidigung. Hm? Haben wir noch einen Mirapla? Aber Mirapla haben wir ja schon. Aber ey, der Mirapla ist sogar relativ hoch. Also, dann kommen wir, können wir erstmal den hier einen auf 12 hauen. Ja, haben wir den erstmal einen auf 12. Vielleicht haben wir da Glück und da steht noch ein zweiter Denton. Der Oscar. Ach, setzt der ein Onix ein? Ja, really? Das ist jetzt der Käfer-Pokémon. Das wird nicht so gut ausgehen für unseren Gumander, glaube ich. Wir probieren es mal. Das schmeckt so gar nicht. Steinwurf kennen wir schon. Ja, das wird schon mal lieber. Problem ist, der uns da vielleicht mit echt 1 auf 12 geben kann jetzt. Wenn er jetzt wieder den Steinwurf runterwirft. Unser Paras, weil der ist da auch ein bisschen anfällig gegen. Really? Ah, diesmal nicht. Ich glaube, er ist vor uns dran, ne? Die Sau. Darf ich zuerst angreifen? Paras, sei schneller! Raserei. Das ist nicht so schlimm. Tschüss, Onyx. Nett mit dir.